The Lucas Show Episode 7. Mein Name ist Lukas. Ich bin als Immobilieninvestor und Vermieter häufig in Häusern und Wohnungen hier in den USA, genau im Großraum Philadelphia unterwegs. In der aktuellen Lage mit drohenden Lockdowns und mehr analysieren und investieren wir natürlich weiter. Derzeit ist es vielen Mietern, so wie mir persönlich natürlich auch, sehr unangenehm, in bewohnte Wohnungen zu gehen. Klar, man kann sich hier schützen und Vorbereitungen treffen und Maßnahmen einhalten, wie zum Beispiel Desinfektion, Abstände, den Aufenthalt kurz halten und ganz klar auch Maske aufsetzen. Aber eine Besichtigung unter solchen Bedingungen geht an die Nerven aller Beteiligten. Und die notwendigen Informationen für ein Investitionsobjekt bekommt man da auch nur schwer. In diesem Video zeige ich euch, welche Technik wir einsetzen, damit solche Besichtigungen so effizient und effektiv wie möglich ablaufen. Man muss wirklich nur einmal vor Ort gehen und kriegt alle notwendigen Informationen, um zum Beispiel Kostenvoranschläge von Handwerkern einzusammeln oder den Zustand von Wohnungen und Häusern zu dokumentieren für den Vermieter oder für die Hausverwaltung. Wie all das geht, wie wir das machen, darum geht es in diesem Video. Let's get into it! In diesem Video zeige ich euch, wie wir 3D-Aufnahmen, also 3D-Scans, bei unseren Bestands- und potenziellen Investitionsobjekten einsetzen und warum diese Technik für unser Geschäft inzwischen unverzichtbar ist. Wenn spannende neue Immobilien auf den Markt kommen, dann haben die meistens noch Mieter drin oder der Eigentümer wohnt noch drin, je nachdem. Das heißt, bei einer Besichtigung hat man in den meisten Fällen wirklich nur einen Termin, one shot, um sich ein Bild von diesem Objekt zu machen. Und in der aktuellen Zeit kann man nicht ständig hineingehen, zum Beispiel mit Handwerkern im Schlepptau, um einen Überblick zu bekommen, was die Renovierungskosten wären. Das heißt, man kann nicht hingehen und sagen, schau dir die Drywall an, also die Trockenwand an, oder schau dir die Rohre an. Das geht nicht. Man hat wirklich nur einen Vorabtermin, wo man hingehen kann und sich das anschauen kann. Der US-Immobilienmarkt, wie in Deutschland auch, schlägt derzeit ziemlich aus. Das heißt, niedrige Zinsen und die Leute kaufen zu jedem Preis. Das trägt inzwischen hier Stielblüten wie Schlange stehen bei Hausbesichtigungen. Das war vor einem Jahr hier in dem ganzen Markt noch undenkbar. Oder Bieterschlachten. Das heißt, die Häuser gehen weg über dem Preis, der vom Verkäufer gefordert ist. Oder auch schon erlebt, ganze Besichtigungstermine wurden komplett abgesagt, weil irgendjemand Mehrfamilienhäuser ungesehen und über Asking Price, also über dem geforderten Preis, gekauft hat. Ungesehen. Das zeigt, bei guten Objekten hat man relativ wenig Zeit, hinzugehen, sich einen Überblick zu verschaffen, um dann ein Angebot abzugeben. Lasst mich in den Kommentaren wissen, ob ihr das machen würdet. Würdet ihr ungesehen Immobilien kaufen? Ich kaufe nicht mal ungesehen eine Hose. Sobald es zur Besichtigung kommt, dann muss diese Zeit eben auch bestmöglich genutzt werden. Beim Termin tauche ich dann mit 360-Grad-Kamera samt Ausrüstung auf. Der Durchgang mit dieser Kamera dauert eigentlich nur unwesentlich länger als ohne Kamera, nur der Mehrwert im Nachhinein ist einfach viel größer. Dann schauen wir uns einfach mal ein Renovierungsobjekt an. Das war im April diesen Jahres, also mitten im Lockdown. Hier kann man sich natürlich sehr schön umschauen. Schöne Built-in-Schränke, also eingebaute Wandschränke. Das ist die Küche. Hier drüben wäre der Waschraum. Und auch hier Schränke in der Wand, schöne Türen. Die Küche an sich, nach deutschen Verhältnissen würde ich jetzt sagen, würde keine mehr mieten. Aber hier in den USA würde ich sagen, die Schränke, die werden gesandstrahlt, die werden neu gestrichen und dann kommen da neue Griffe dran und dann sieht es sehr schön aus. Eine neue Spüle, ein neuer Countertop, neue Elektrogeräte. Und dann ist die Küche fast schon wieder bewohnbar. Natürlich noch ein bisschen Farbe und Fußboden. Aber nichtsdestotrotz, das ist das Esszimmer. Das hier vorne ist die Haustür. Und jetzt sind wir oben in dem ersten Schlafzimmer. Also ich glaube, ihr kriegt einen Eindruck, was dieses Haus kann. Und wie der Zustand von diesem Haus ist. Das ist die Situation, wie ich es vorgefunden habe. Und die Verkäufer haben mir gesagt, dass da auch noch bis vor kurzem Mieter drin waren. Das Schwarze hier ist kein Staub, sondern das ist, glaube ich, Schimmel. Das hat auch ein bisschen gerochen in dem Haus, aber sei es drum. Das ist das zweite Schlafzimmer und hier ist das Badezimmer. Das war ein sehr erhebender Moment in diesem Badezimmer, denn auch die Klobrille, die Kloschüssel war noch voll. Hier unten gibt es ein kleines Loch.
Schauen wir uns das zweite Schlafzimmer hier an. Geschmacklich ist das Rot hier auch ganz weit vorn. Sei es drum, Catches von diesem Haus. Wir haben Bleifarbe und wir haben Asbestschindeln an der Seite. Hier wollte, glaube ich, einer einen Durchbruch zur Toilette machen. Der Fußboden war auch ziemlich ekelhaft, aber so ist das. Hier geht es hoch in das dritte Zimmer, was auch ein Schlafzimmer ist. Also dieses Haus ist 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer. Und dieses Schlafzimmer hier ist ein Durchgangsschlafzimmer. Da geht es hoch und für die Handwerker auf jeden Fall eine Menge zu gucken. Jetzt kann man natürlich einwenden, ja okay, es gibt einen Eindruck. Die Handwerker können sich natürlich da einen Eindruck verschaffen und ungefähr und bla bla bla. Aber sie können nicht messen. Das ist ein berechtigter Einwand. Aber hier unten links in diesem Tool gibt es einen Measurement Mode. Und dann kann man sagen, ich möchte ein neues Measurement. Ich möchte wissen, von hier unten bis hier oben, wie hoch ist dieser Abstand? Und jetzt kann man sagen, okay, 6 was auch immer, 10. Ja, das sind 6 Fuß, 10 Inch. Damit kann jetzt der Deutsche nichts anfangen. Gehen wir auf metrisch. Und dann haben wir hier 2,09 Meter. Und mit diesem Tool kann der geneigte Handwerker seine eigenen Abmessungen machen und feststellen, wie groß ist diese Wand, wie viel Farbe brauche ich, wie groß ist der Fußboden, wie viel Packung Laminat brauche ich oder wie viel Teppich brauche ich. Das heißt, das kann der Handwerker direkt abschätzen und dafür ist das Tool ideal. Hier sehen wir jetzt nochmal den Floorplan, also den Grundriss von einem anderen Haus, und mit diesem Tool wurden diese Floorpläne eben automatisch erstellt. Wir können jetzt hier uns auch den anderen anschauen, also die andere Etage, das ist die Küche. Das kann man dann drehen, wie auch immer man möchte. Man kann auch jetzt hier reingehen und sagen, okay, ich möchte jetzt die Abmessungen davon nehmen. Gehen wir auf die zweite Etage beispielsweise. Interessiert mich, wie groß ist ein Raum oder wie weit ist die Wand von der anderen Wand weg? So, das heißt, ich sage jetzt hier, ich füge ein neues Measurement hinzu und würde mir jetzt diese Ecke hier oben nehmen. Dann gehe ich bis hier runter in die Ecke und gehe hier rüber. So, das heißt, ich sehe 3,02 Meter und 4,79 Meter. Das heißt, so habe ich meine Flächenmaße und kann zum Beispiel sagen, okay, so viel Teppich brauche ich. Schauen wir uns das Haus im sogenannten Dollhaus an. Hier sieht man jetzt nur eine Etage, weil die eine Etage eingeblendet ist. Aber wie schon erkennbar, unten sind noch andere Etagen. Schauen wir uns alle Etagen an. Das sieht dann so aus und ich glaube, damit kann jeder Handwerker arbeiten und sich einen Eindruck verschaffen, wie viel Fläche ist da, wie viel Farbe brauche ich für die Wände, was ist an Fußbodenarbeiten notwendig, und in dem Fall ist natürlich schon alles fertig. Anhand solcher Bilder kann man natürlich hervorragend die Handwerker um Kostenvoranschläge bitten. Sie können messen, sie können sich es angucken und sie können sich einen Eindruck verschaffen, ohne dass sie vor Ort gehen müssen. Also Aufnahmen gemacht, den Link an die Handwerker geschickt und ich habe das nur an Firmen geschickt, mit denen ich schon mal zusammengearbeitet habe. Entsprechend ihrer Gebiete und Gewerke sollte sich jeder von denen einen Überblick darüber verschaffen, was an Aufwand da drin entsteht und was sind die Kosten, die ich in meinen Angebotspreis mit einkalkulieren muss, um ein Gefühl zu bekommen, wo unser Angebot liegen soll. Zeitlich lief das Ganze eigentlich innerhalb von 3 Tagen ab. Tag 1 Scan erstellt und ich habe den Scan hochgeladen, das 3D-Modell dazu, und habe genau diesen Link zu diesem Modell an die Handwerker geschickt. Tag 2 und Tag 3, die Handwerker kamen mit ihren Zahlen zurück und am dritten Tag haben wir dann auch gleich diese Zahl der Handwerker genommen, in unseren Angebotspreis einkalkuliert und ein digital signiertes Angebot an den, verbindlich natürlich dann, an den Verkäufer geschickt. Die Anmerkung und Angebote der Handwerker in diesem Fall waren Gold wert und darauf aufbauend fiel natürlich auch unser Angebot gegenüber dem Verkäufer aus. Kurzum, unser Angebot wurde abgelehnt, zu niedrig. Man kann ja hier in den USA nachschauen, zu welchem Preis ein Haus gekauft wurde, und es hat jemand offensichtlich viel, viel mehr geboten und kriegt vielleicht auch die Renovierung günstiger hin, ich weiß es nicht. Aber seit April ist an dem Haus nicht viel passiert. Die Baustelle steht.
Das Haus kostet, so wie es da steht, den Eigentümer, den neuen Eigentümer, nur Steuern und Versicherungen und bringt keinen Ertrag. Vielleicht hat er sich da ein wenig verschätzt, ich weiß es nicht, ich werde ihn einfach mal anrufen. Bei anstehenden Renovierungen sind diese 3D-Scans ein unverzichtbares Mittel, auch bei Bestandsimmobilien setzen wir auf diese 3D-Aufnahmen. Vor jedem Einzug neuer Mieter wird ein kompletter Scan von der Wohnung oder vom Haus gemacht. Die Scans haben zwei Funktionen. Nummer eins ist Vermarktung. Man kann diese Scans direkt in den Vertriebskanal mit einbauen und sagen, okay, wenn wir Häuser, Wohnungen anbieten, das ist der 3D-Scan, lieber Interessent, schau es dir online an. Du kannst 24 Stunden, 7 Tage lang die Woche dich durch das Haus virtuell durchbewegen, Eindruck bekommen, ob das was für dich ist. Wenn das was für dich ist, können wir gerne einen Vororttermin, zum Beispiel mit Makler, vereinbaren. Und so kann man schon mal vorfiltern. Der zweite Vorteil ist die Dokumentation. Anhand dieses Scans kann man sagen, das war der Zustand der Wohnung oder des Hauses, bevor ihr eingezogen seid. Jetzt zu eurem Auszugstermin können wir gerne mal abgleichen, vorher, jetzt. Und dann kann man halt etwaigen Diskussionen mit den Mietern schon direkt aus dem Weg gehen und sagen, okay, Leute, das ist ein Schaden und diesen Schaden ziehe ich euch von der Kaution ab oder ihr behebt ihn. Warum ist es ein Schaden? Das ist das Foto heute, das ist das Foto vor eurem Einzug. Ganz einfach. Wenn ihr wissen wollt, was man alles dazu braucht, um direkt loszulegen und wie man solche Scans erstellt, dann schreibt mir ganz einfach Scan, S-C-A-N, unter das Video hier in die Kommentare. Und wenn hier genug Interesse besteht, dann mache ich euch ein komplettes Video zu dem Thema, wie man diese Services anbieten kann und natürlich, wie man damit auch Geld verdienen kann. Solche Services stellen für viele Leute einen Mehrwert dar, den sich was kosten lassen. Also, S-C-A-N als Kommentar unter das Video. Ihr konntet sehen, was für eine Zeit- und Kostenersparnis man durch 3D-Scans allein im Immobilienbereich erreichen kann. Und wie man trotz Lockdown und Krise neue Geschäftsfelder erschließen und Zusatzservices anbieten kann. Die Einsatzmöglichkeiten dieser Scans und Aufnahmen sind so zahlreich, da bin ich wirklich auf euer Feedback gespannt und auf eure Ideen. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und jetzt bin ich absolut beeindruckt, denn ihr habt bis zum Schluss dieses Videos durchgehalten. Das kann zwei Ursachen haben. Ursache Nummer 1, eure Maus ist kaputt und ihr konntet leider nicht weiterklicken. Ursache 2, irgendwas konntet ihr aus diesem Video mitnehmen, fandet ihr spannend und interessiert euch. Und wenn das so ist, lasst mir ein Like da, schreibt mir in die Kommentare, was euch interessiert und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Dankeschön, bis dahin.